Hallöchen. Wir sind jetzt immer noch auf dem Parkplatz und warten, aber wir haben uns umgezogen. Mir ist nur kalt, deswegen hat sie die Jacke. Ja, mir ist kalt. Ich hab. Aber ich wollte dich auch noch umziehen. Ja, Catsuit. Mit meinem Wackenshirt drüber. Was denn? Arsch. Hi, Laternchen. Guck mal, Laternchen. Da können wir hingehen. Da können wir Bilder machen. Ja, da sehe ich da vorne. Spring, spring. Spring, spring. Spring, spring. Weil du gerade so schön rumgehopst bist. Ja, und machst du jetzt wieder ein Video? Ja. Ich dachte, du machst Bilder. Oh. Ich mache auch gleich Bilder. Also cute. Menschen im Auto, die gucken uns selbst zu. Na dann. Passiert. Bilder machen. So, wir sind jetzt bald endlich da. Wir haben mittlerweile, keine Ahnung, halb 12 oder so. Ihr seht die Schlange da vorne noch. Wir stehen da. Wir stehen da schon seit, keine Ahnung, wie lange, so eine Stunde? Ja. Vielleicht? Ja, Stunde. Ich kann auch nicht, es ist zu dunkel. Ja, man sieht nicht so viel. Naja, ein bisschen. Okay, man sieht was. Ein bisschen. Ja, also wir sind gleich da und melden uns wahrscheinlich nochmal, wenn wir das Zelt dann irgendwann mal stehen haben. Oh, das kann doch. Das kann doch dauern. Wir haben uns gestern Abend dann nicht mehr gemeldet, weil, ja, bis wir das Zelt aufgebaut haben, dann alles war es. Puh, 3 Uhr oder so. Zwei, halb drei. Dann waren wir noch auf die Toilette, haben Dixies erstmal besucht. Das ist scheiße, ist so dunkel. Ja, und dann haben wir noch kurz hier gesessen und was gegessen und das ist eigentlich auch schon. Gegessen und besoffen. Also eigentlich auch schon Bambe getrunken. Ja, ich hab's nicht gesehen, Insider. Nee, kein Insider. Ja, I'm sorry. Ja, aber kurzer Rundblick, wie es bei uns aussieht. Da steht immer noch mein Auto. Da ist eine Seite vom Zelt. Da ist die andere Seite vom Zelt. Mit einem Fensterchen und meine Freunde hier. Und da ist nochmal meine Freundin. Genau, und da ist Schlafplatz, yay, schönes Bettchen. Also es war arschkalt, irgendwann ging es, aber erst war es arschkalt. Ja. Ein wenig gefroren, aber zum Glück wurde es dann wärmer und heute Morgen war es dann irgendwie fast schon wieder zu warm. Ja. Wenn die Sonne drauf knallt, ich war bestimmt noch so eine halbe Stunde vor dir wach oder so und war so voll am Schwitzen. Und du so kuschelst dich an mich. Ich war so, nein. Das ist das erste Jahr, wo ich auf Wacken so viel Böllermann-Musik höre. Also eigentlich nur ein Lied, aber. Ja, wir hören gleich auch wieder Musik. Ich höre jetzt mal. Guck mal ein bisschen her, irgendwie ist das komisch, wenn man die Kamera so rumdreht. Also hier war eigentlich die ganze Zeit Musik. Ich konnte zwar trotzdem ganz gut pennen, aber ja. Ja, ich fand es auch nicht schlimm, bei Musik zu schlafen, aber ich hatte auch schon Generator. Ja, hinter mir. Aber ja, das stört mich auch nicht so. Nee, aber wenn ein Besoffener hinter dir die Akustikgitarre spielt und rumkrölt, ist das schon nervig. Das hatte ich mal ein Jahr. Das glaube ich dir. Das war nicht so toll. Ja. Aber ich war zu faul aufzustehen, um was zu sagen. Ich werde jetzt eh nichts gesagt. Was ich ja nicht mal getraut, zwei Leute im Globus zu fragen, ob die auch noch Wacken fahren. Ja. Hätte es ja auch fragen können. Nee, ich war nicht da. Ja, doch. Ja. Ja, aber wir ziehen uns erstmal um, bis gleich. Wir sind jetzt endlich mal so weit, um runterzugehen und unsere Bändchen abzuholen. Haben uns um
gezogen. Jo, ja. Und dann gehen wir jetzt mal runter. Ja. Willst du auch was sagen? Kurzes Video. Hi. Max ist auch eingetroffen. So. Hat gedauert. Hat gedauert, aber wir haben es geschafft. Ja, sein Auto ist gestern nicht mehr angesprungen vom anderen Festival. Und der ADAC kam nicht bei. ADAC hat mich voll liegen lassen. Ja, ich habe die 5-mal angerufen, die sind einfach nicht gekommen. Irgendein netter älterer Mann hat mir das dann gemacht. Ja, top. Deswegen musste er nicht warten. Aber jetzt sind wir hier und jetzt sind wir ganz hier. Hoffen, dass es nicht zu warm wird. Ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht das hier da rechts läuft. Cute, wenn ihr das hören könnt. Das hilft nicht. In der Weihnachtsbäckerei auf fucking Backen. Übrigens auch den ganzen Tag schon öfters mal Laila. Ich hab's, glaube ich, nicht aktiv gehört. Ich Holz. Was? Holz. Ist so mein Holz. Ja, ich kam auch öfter. Ja. Schon mal noch. Ja, wir sind gerade vorher mal voll eingeschlafen. Wir waren irgendwie echt müde, nachdem wir den ganzen Tag, also den ganzen Tag, aber wir waren halt beide noch in Latex den ganzen Tag, so für 8 Stunden vielleicht, so ein bisschen, 6-8 Stunden auf dem Infield, und das war so unglaublich warm, weil die Sonne die ganze Zeit geschienen hat. Ja, okay, wir haben uns was gemacht gegenseitig, dann ging's. Wasserschlacht. Ja, Wasserschlacht war ganz nice. Warum ist mein Gesicht so rot, weil ich hässlich bin? Ich glaube, weil uns gerade einfach echt warm ist, immer noch. Ne? Also mir warm. Ist warm, aber durch vom Schlafen her wahrscheinlich auch noch, weiß ich nicht. Wir können jetzt unsere Box mal aufladen und können jetzt wieder Musik hören, unsere eigene. Wir hören nämlich nur von unseren Nachbarn gerade mit, bei dem wir auch die Musik, also bei dem wir die Box aufladen konnten, das ist echt lieber. Jetzt ist dunkel. Auswahl an Musik ist bei denen anscheinend sehr begrenzt. Ja, so ein Gefühl so bei diesen immer 5 Lieder oder so. Also 5 Lieder von Rammstein, 5 Lieder von den Onkels. Aber ja. Ja, jetzt haben wir wieder unsere eigene Musik und mal gucken, was wir morgen so machen. Wir haben jetzt spontan, das war eigentlich lustig, Backen Wednesday Karten. Also ja. Eigentlich haben wir sie nicht, wir haben sie geschenkt bekommen. Also ja. Weil irgendwie dieses Cashless-Payment-System nicht so ganz funktioniert, wie es soll. Ja, wir können nämlich unsere Tickets nicht mehr aufladen. Irgendwie über also online, wir müssen das jetzt per Karte, also über Karte machen, mit C-Karte. Ja, genau, es steht halt irgendwie, dass unsere Karten nicht mehr vorhanden sind, weiß ich nicht. Das sind jetzt alte Karten, aber man kann alte Karten logischerweise nicht aufladen. Ja, keine Ahnung, wir waren halt da und haben gefragt so, ja, was ist los? Können die nicht mehr aufladen und auch bei anderen Ständen, also bei dem einen Stand hat unser Bändchen, wir können ja nur mit Karte, also mit diesem Ding hier überall bezahlen, mit dem Chip, und überall hat es halt angezeigt, wo wir haben kein Geld drauf. Nur da, nur an dem Automaten. Ja, da hat es irgendwie angezeigt. Also das wollen wir. Das war auch danach, aber ja, und ja, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie nicht gerafft hatte oder wie auch immer, auf jeden Fall hat der uns dann einfach so Wednesday-Tickets praktisch um den Arm gemacht. Ja, wir können die Karte zwar immer noch nicht aufladen, aber ja. Jetzt können wir jetzt einen Tag früher einen Tag früher schon aufs Festivalgelände, worüber uns wir dann natürlich echt freuen. Ist echt cool. Machen wir natürlich auch gerne. Ja. Aber jetzt müssen wir nicht über die Karte immer noch aufladen, aber wahrscheinlich. Trinken wir einfach nichts, essen wir einfach nichts. Cool. Ja, also Mika hatte zum Glück 100 Euro wenigstens drauf geladen von Anfang an, bevor nur noch, keine Ahnung, 70 da sind. Lustigerweise ging es halt vorher. Also bevor wir die Bändchen bekommen haben, konnten wir es aufladen, danach irgendwie nicht mehr. Danach war es weg. Danach waren die Tickets. Danach waren die Tickets im Wacken Ticket Center als. Als alt, ungültig, bereits benutzt. Ja. Angezeigt. Naja. Wobei das Datum auch 4. bis 6. glaube ich draufsteht. Hm. Naja, zumindest werden wir dann wahrscheinlich gucken, ob wir das irgendwie mit Karte oder so aufladen können, anstatt online, was irgendwie echt blöd ist. Ja. Aber naja. Vielleicht ging es auch nur vorher aufladen und man wusste das nicht. Vielleicht geht es ja jetzt auch wieder. Ja. Vielleicht geht es ja mittlerweile wieder.
Das wusste anscheinend keiner, wie das funktioniert, weil es kann uns auch keiner was dazu sagen. Ja. Wir haben einfach die Tickets bekommen. So ist, also ich weiß nicht, ob das mehr so war, so Entschädigung dafür, dass wir so das viele Probleme sein, hatten. Ja. Und ich meine, die hatten ja noch so viele Überweise, die nicht verkaufen konnten oder so. Aber ja, wir freuen uns darüber. Wir gucken mal, wer morgen so spielt. Avantasia ist dann, glaube ich, da und ich glaube Epica. Wir sind jetzt auf dem Infield, wo wir eigentlich noch hätten gar nicht sein können, aber durch Zufall sind wir drin. Wir gucken jetzt mal, laufen drüber, mal gucken, ob wir noch eine Band schauen. Ja, ansonsten haben wir vorhin jemanden getroffen, mit dem wir uns gleich wahrscheinlich wieder treffen werden. Kannst du vielleicht noch grillen? Genau, der war eigentlich ganz nett. Grüße an Nico. Ja, genau. Ja. Mal gucken, was wir sonst noch so tun, aber wir schauen uns jetzt erstmal den Aufbau von der restlichen Bühne an, weil wenn wir jetzt schon so früh drin sind, können wir uns das ja auch nochmal kurz angucken. Vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt von der Band sehen und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ist immer noch blau. Genau. Krass. Es hat lange. Hi. Ja, wir sind mittlerweile auf dem Campingplatz. Nicht auf unserem, sondern von Leuten, die wir gerade getroffen haben. Und wir zeigen dir da. Servus! Nico und die anderen, den Namen kenne ich noch nicht mal. Servus, bitte Patrick. Patrick und. Was, der Linus, der ist auch dabei. Ja. Ja, wir sind heute ein bisschen viel rumgelaufen, haben ganz, ganz viele Bilder mit vielen fremden Leuten gemacht, die wir nicht kennen. Ungefähr so 50 haben. Leute. Wir kamen leider zu keiner Band, weil wir so oft angesprochen wurden. Vielleicht haben wir jetzt demnächst das Glück, wir wollen jetzt zu Clusterbad noch gehen, gleich mit den netten Leuten hier. Ah. Ja. Ja, dann sehen wir auch die erste Band, hoffe ich mal. Und, dafür haben wir das Bändchen umsonst bekommen. Ja, aber wir sind schon mal also drin gewesen. Wir sind schon mal drin gewesen und haben ganz viele Bilder gemacht mit anderen Leuten. Also hat sich vielleicht auch gelohnt. Hat sich vielleicht auch gelohnt. Genau, dann sehen wir uns später wieder. Ciao, ciao.